Hi Leute, ich begrüße euch zum zweiten Teil des Tagebuchs, also Teil 2b des Tagebuchs an diesem Wochenende. Und es geht gleich ein kleines bisschen um die Technik, es geht noch ein kleines bisschen um die Wasserwerte. Und wenn euch das interessiert, bleibt dran. Bis gleich nach dem kurzen Intro. Ja, nachdem wir dann gestern darüber gesprochen haben, beziehungsweise im vorherigen Teil darüber gesprochen haben, was ich in den 14 Tagen gemacht habe. Ich habe das Becken ja dementsprechend weiter besetzt. Ich habe die Nitrifikationskette angefahren. Ich bin hingegangen und habe festgestellt, dass ich Mist gebaut habe in Bezug auf die Unterbringung der Anemone, weil ich nicht vorbereitet war. Und ich habe mir im Endeffekt einen Anemonentopf ja anfertigen lassen. Das ist ganz wichtig. Das ist nichts, was der Norbert da auf Lager hat. Also das ist extra angefertigt worden und wir wollen mal gucken, ob das Ganze in irgendeiner Form vielleicht mal produziert werden kann. Also überschwemmt ihn da bitte jetzt nicht mit irgendwelchen Anfragen in Bezug auf diesen Topf. Das ist ein Experiment. Das ist extra jetzt, wie gesagt, für mich gemacht worden, weil es halt nicht anders ging. Das wollte ich nochmal loswerden, weil das ist ganz, ganz wichtig. Es ist nichts, was da auf Lager ist. Alles in allem fügt sich dieser Topf wunderbar da hinten ein. Ihr habt es gesehen. Ich habe auch das Gesamtbild am Becken etwas geändert. Es sah vorher nicht so schlecht aus. Ich hatte euch ja dementsprechend Bilder eingeblendet. Kommt jetzt nochmal kurz da. Und eigentlich sah es nicht schlecht aus. Problem, was ich allerdings hatte, war, dass ich natürlich hier vorne die Strömung direkt in diesen Topf reingedrückt habe. Das fand die Anemone nicht ganz so witzig. Und ich habe sie eigentlich auch schon kurz davor gehabt, aus diesem Topf durch diese Strömung rausgedrückt zu werden, also dass sie sich halt da nicht wohl fühlte, weil es zu viel Strömung war. Jetzt bin ich im Endeffekt hingegangen, dadurch, dass ich jetzt einen passenderen Topf habe, kleiner, weil der andere, den konnte ich nicht hier hinten in die Ecke setzen, das hat nicht gepasst, das war zu groß, der war zu weit nach hinten. Jetzt diesen etwas kleineren Topf aus dem Eporif selber, der passt da hinten wunderbar in die Ecke und ihr seht auch, die Tiere, es ist schön ruhig, die Anemone kriegt ein bisschen Strömung, findet sich, die muss sich jetzt noch ein bisschen einfinden, weil, wie gesagt, ist gestern erst eingesetzt worden, aber die kommt auch dementsprechend dann noch weiter raus. Zu viel Strömung vertreibt das Tier und ist natürlich auch für die Anemonenfische nicht so toll, weil sie ständig am Rudern sind, am Schwimmen sind und versuchen, gegen die Strömung anzukommen. Das ist nicht so gut. Jetzt sind sie weitaus entspannter, können sich schön da hinten einfügen. Und das ist auch eine Sache, wo man darauf achten sollte. Hatte ich nicht anders machen können. Wie gesagt, ich konnte erst nach der ICP feststellen, dass dieser Topf kontraproduktiv für meine Wasserwerte war. Und ja, habe dann dementsprechend mit dem Norbert telefoniert und der hat mir diesen Topf angefertigt. Es gibt allerdings auch natürlich Alternativen zu diesem Topf da hinten. Wie gesagt, ich habe ihn mir anfertigen lassen, weil der halt jetzt zum Riff passt. Es gibt aber auch, wie zum Beispiel von der Firma Mutzrek, habe ich gesehen, beziehungsweise wurde mir von einem Freund auch angeboten, Anemonenhüllen, die in zwei verschiedenen Größen relativ kostengünstig zu erwerben sind. Vorteil an diesen Anemonenhüllen sind, sie sind schön tief, die Tiere können sich da wirklich hinten schön festmachen. Nachteil an der ganzen Sache ist, was ich glaube zu wissen, ist, dass die, wenn die da einmal drin sitzen und ziemlich weit ihren Fuß hinten drin haben, dann bekommt man die nicht mehr so einfach da raus. Das heißt, die Tiere machen sich da fest und wachsen und wachsen und wachsen. Irgendwann ist der vielleicht auch der Fuß da hinten zu groß und dann gehen die aus dieser Höhle raus. Ich kann nicht hingehen, wie ich zum Beispiel da drüben grundsätzlich mache. Blende ich euch auch mal kurz ein, das entsprechende Video, Anemonen teilen. Dass ich die Anemone aus diesem Topf herausnehmen kann, teilen kann, also sprich verkleinern kann mechanisch und dann wieder in diesen Topf einsetze. Das wird mit diesen Anemonenhüllen wahrscheinlich nicht funktionieren, weil sie extrem, also ich habe es gesehen, also sie sind mindestens so tief, also da komme ich mit der Hand gar nicht rein. Sie haben auch die Möglichkeit, hinten sich richtig festzumachen. Das ist natürlich sehr positiv für die Tiere, aber ich habe keine Kontrolle darüber. Im Endeffekt,
über die Größe des Tieres, über die Größe des Fußes, kann ich nicht sehen, kann ich nicht einsehen. Das ist in meinen Augen kontraproduktiv. Also deshalb würde ich den Weg gehen, wenn ich die Zeit habe und wenn ich das plane, wenn ich so ein Becken starte. Den Fehler, den ich halt gemacht habe, war, ich habe es nicht gemacht. Ja, hinzugehen und natürlich im Vorfeld sich einen entsprechenden Topf zu kaufen oder mehrere in verschiedenen Größen und diese dann zu wässern. Habe ich nicht gemacht. War doof. Ja, jetzt habe ich dementsprechend Silikat im Becken, muss jetzt gucken, dass das Silikat wieder rauskommt. Habe dementsprechend auch Material, was ich einbringen muss, Absorber, die ich einbringen muss, damit das Material rauskommt. Und so läuft im Endeffekt eins ins andere. Also man muss im Prinzip wissen, was passieren kann. Und nicht einfach so nach dem Motto, ja, der hat einen Topf genommen, alles klar, nehme ich jetzt auch einen Topf, gut ist. Ja, genau das ist dann im Endeffekt passiert. Ich habe einfach so einen Topf genommen, habe nicht dran gedacht, dass ich den damals halt schon gewässert hatte, über einen längeren Zeitraum, habe es vergessen tatsächlich. Und das Endergebnis ist halt das hohe Silikat, das Chrom und das Zinn. So, Silikat ist das kleinere Problem, Chrom und Zinn. In höheren Mengen lässt sich relativ schwer rausholen, entweder durch massive Wasserwechsel, was ich nicht machen möchte. Ich bin hingegangen und habe aufgrund der Grundlage, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, aufgrund der Grundlage der ICP und nur auf dieser Grundlage bin ich hingegangen und habe Detox von Triton eingesetzt. Dieses Zeug zieht giftige Schwermetalle etc. aus dem Wasser heraus. Ob da jetzt auch tatsächlich Chrom und Zinn mit dabei ist, kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen. Ich habe es aber eingesetzt. Und grundsätzlich steht auch ganz dick drauf, dass man das nur einmal einsetzen darf. Also sprich, man macht eine ICP, man stellt fest, ich habe Schadstoffe im Wasser oder erhöhte Metallwerte, wie zum Beispiel Chrom und Zinn. Und ich weiß es nicht, es steht jetzt nicht explizit drauf, dass auch Chrom und Zinn rausgezogen wird. Das ist jetzt ja meine Hoffnung, dass es auch mit rausgezogen wurde. Ich habe es einmalig eingesetzt und mehrmals sollte es definitiv nicht hintereinander gemacht werden, weil es dann dementsprechend natürlich auch wahrscheinlich mehr von den anderen Materialien herauszieht. Also die Abstände sind nicht genau angegeben, in welchem Zeitraum man das nutzen sollte oder kann. Aber aufgrund einer ICP kann man das einmalig einsetzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das habe ich gemacht. Danach sind meine Korallen etwas besser dagestanden, weil sie wahrscheinlich dementsprechend das Material schon mal, also zu hohe Zinn- und Chromwerte aus dem Wasser rausgezogen wurden. Kann ich erst eine Aussage zu treffen, wenn ich wieder jetzt nächste Woche eine ICP weggeschickt habe. So Leute, ich habe da mal den Schrank aufgemacht und ihr seht, es hat sich da unten einiges verändert. Ich habe in irgendeinem Video hier gesagt, ich brauche noch einen Wirbelbettfilter und der Thomas, der hat mich dann danach angeschrieben und hat gesagt, hey, ich habe noch einen Wirbelbettfilter, den kannst du haben. Ich sage, okay, was hättest du denn gerne? Nee, den sponsor ich für dein Projekt. Und da schon mal ein ganz dickes Dankeschön an dich, Thomas. Und du siehst, er ist eingebaut, er läuft und ja, es ist verdammt eng. Warum Wirbelbettfilter? Das hat folgenden Hintergrund. Ich habe ja hinten die Filtercups eingesetzt und die Filtercups sind eine Möglichkeit, um Filtermedien mit einzusetzen ins Becken und zu betreiben. Die sind aber nicht so effektiv und haben nicht so eine hohe Effizienz, als wenn ich das Ganze in einem Wirbelbettfilter einsetzen würde. Weil die Cups sind in einem Bereich eingesetzt, wo ich immer noch mit Verschmutzung rechnen muss, immer noch Verschmutzung habe, weil das Wasser kommt ja von oben, dementsprechend durch aufgewühltes Material, Detritus etc. pp. Und die Cups sind eigentlich erstmal in meinen Augen dafür da, um Schmutz aufzunehmen. Also das heißt, ich habe oben eine Schicht Watte. Darunter könnte ich dann dementsprechend meine Absorber, Filtermedien, was auch immer, einsetzen.
Jetzt ist es so, dass natürlich so nach und nach der Durchfluss durch dieses Filtermedium geringer wird, weil natürlich von oben über die Watte eine Verschmutzung auftritt. Und die Verschmutzung lässt halt im Endeffekt dann weniger Wasser durch. Ich habe das da hinten auch so gebaut, dass wenn die Verschmutzung der Filtermedien bzw. der Watte zu groß wird, dass das Ganze nach vorne drüber läuft. Jetzt möchte ich eigentlich über diese Cups nur tatsächlich filtern und erstmal keine zusätzlichen Medien einsetzen. Weil, wie aus dem gesagten Grund, je schmutziger das wird, desto weniger Material läuft durch und somit ist die Effizienz der entsprechenden Filtermedien geringer. Daher die Bitte, beziehungsweise nicht die Bitte, der Plan, einen Wirbelbettfilter hier einzusetzen. Und das hier ist jetzt der Bubble Magnus Mini. Mit einer kleinen, ich weiß gar nicht, wie viel Volumen da drin ist. Keine Ahnung. Momentan ist auch nur ein Säckchen Aktivkohle drin. Dieser Filter, beziehungsweise Wirbelbettfilter, ist im Endeffekt jetzt dafür da, um die Effizienz der entsprechenden Filtermedien hochzusetzen. Weil das Wasser kann nirgendwo anders dran vorbei. Es muss durch dieses Medium hindurch. Das ist der Vorteil. Das, was ich reinpumpe, kommt auch definitiv in Berührung mit der Kohle, mit dem Absorber, was ich da auch immer noch zusätzlich einsetzen möchte. Wenn ich hingehe und so einen entsprechenden Filter habe, kann ich natürlich auch mehrere Materialien einsetzen, die aber voneinander getrennt sein sollten. Ja, ich habe jetzt hier noch zusätzliche Filtermedien oder ich kann mir einen Schwamm zurechtschneiden, packe mir unten meinetwegen die Kohle rein, packe mir da drüber dann den Absorber rein. So mache ich das schon seit Jahren drüben im anderen Becken und somit kann man mehrere Mittel innerhalb eines Systems gebrauchen, aber man muss halt wirklich dafür sorgen, dass das räumlich voneinander getrennt ist. Jetzt ist es im Endeffekt so, dass es unterschiedliche Wirbelbettfilter gibt. Ich habe drüben zum Beispiel einen von Aquaforest, den AF90. Da geht oben ein Schlauch rein, geht ein Schlauch raus. Da muss man eine Pumpe doch zusätzlich mit anschließen und sich natürlich die Schläuche organisieren und kann das dann dahin leiten, wo man es gerne hätte. Und dann gibt es die Varianten, so wie hier, über Magus oder Aquamedic hat es auch. Ich glaube, Nios ist ganz das gleiche System, die unten drunter eine Pumpe haben und das ganze Material von unten nach oben hochpumpen. Und dann läuft das im Endeffekt, ihr seht es hier, läuft es an der Seite wieder runter. So. Und wenn man jetzt genau hinhört, plätschert das ein bisschen. Und das ist schon reduziert. Jetzt hatte ich, das war hier jemand, den ich momentan betreue, der hat sich auch von Aquamedic den kleineren, ich glaube die S-Variante geholt und angeschmissen. A ist das Ganze natürlich hochgeschoben worden, das Material. Und zum zweiten war er relativ laut. Gehen wir der Sache mal relativ auf den Grund, was man machen kann. Wenn man jetzt den Reaktor nicht komplett befüllen will, weil es zu viel Material wäre, weil es dann auch zu viel rauszieht, gibt es die Möglichkeit hinzugehen, so wie ich das jetzt hier gemacht habe, einen Filtersack zu nehmen. Diesen Filtersack befüllt man, wäscht ihn natürlich im Vorfeld aus, packt ihn in den Reaktor rein und bringt den so weit wie möglich nach unten. Die Kohle und der Durchfluss, wie es im Moment ist, das passt. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, da noch einen Schwamm drüber zu setzen, zum Beispiel diesen Schwamm zurechtzuschneiden und den von oben kurz über dieses Medium zu bringen, damit das nicht nach oben gedrückt wird. Weil einige Systeme haben zum Beispiel, so wie hier, diesen oberen Filterschwamm nicht. Und dann wird das aus dem Becken, wird das aus dem Filter herausgedrückt und landet dann im Technikbecken, wo es sich hin soll. Das ist zum Beispiel der erste Tipp, den ich schon habe. Zum zweiten, wenn das Wasser hier dran runterläuft und eine gewisse Fallhöhe hat, fängt es natürlich an zu plätschern. Hier muss ich dementsprechend auch dagegen vorgehen, weil dieser Filter in seinen Grundmaßen nicht bei mir unten auf den Boden passt. Deshalb habe ich da mit einem Podest gearbeitet und das passte so gerade. Deshalb hat das Wasser auch eine relativ hohe Fallhöhe und kann plätschern. Um das Ganze jetzt zu verhindern, bin ich hingegangen und habe auch wieder einen Filterschwamm genommen. Das sind übrigens alles Materialien, die regelmäßig dann gereinigt werden müssen. Das ist ganz wichtig.
Ja, wenn man so eine Geräuschreduzierung mit dem Filterschwamm macht oder wie auch hier dieser Blasenfang, den ich gemacht habe, blende ich euch auch nochmal kurz ein, dann sind das alles Schwämme bzw. Orte, wo man auch Nährstoffe mit produziert. Das ist ganz wichtig zu wissen. Habe ich auch schon mal gesagt im Laufe dieses Projektes, es ist grundsätzlich so, dass solche Schwämme regelmäßig ausgewaschen werden müssen. So auch das gleiche mit diesem Schwamm hier. Wenn ich den jetzt wegnehme, dann fängt es an zu plätschern und das ist von der Akustik her Mist. Ja, das Thema des geräuschlosen oder relativ leisen Aquariums ist für viele sehr wichtig, weil viele auch relativ geräuschempfindlich sind. Für mich gehört eine gewisse Grundakustik eines Aquariums grundsätzlich immer dazu. Natürlich möchte ich es auch so leise wie möglich haben. Aber wenn ich natürlich in den Raum reinkomme und höre einen Plätschern, dann ist das Mist. Also, ich habe hier, wie gesagt, einen Schwamm mitgenommen, habe den ausgeschnitten vom inneren Kreis, habe den hier vorne aufgeschnitten, damit man den auch wieder ohne Probleme abnehmen kann. Das Ganze mit einem Kabelbinder rundherum auf der entsprechenden Höhe befestigt und habe das dann auf die Höhe gebracht, so knapp auf Wasserhöhe. Das Wasser kommt da rein und es plätschert weitaus weniger. Wenn ich jetzt die Tür zumache, dann höre ich dieses Plätschern. Ich höre dieses Plätschern eigentlich gar nicht mehr. So Leute, jetzt gibt es dann noch ein paar Kleinigkeiten, die man, ja, ich sag mal, wenn man die Technik so einsetzt, wie ich sie einsetze, noch beachten sollte, muss, ohne da jetzt großartige Schäden davon zu tragen. Dieses Becken, was ich hier momentan habe, ist eigentlich für so viel Technik eigentlich gar nicht ausgelegt. Beziehungsweise Technik in der Größe, wie ich sie einsetze. Ich habe eine sehr relativ große Rückförderpumpe, ich habe einen ziemlich großen Abschäumer hier drin, ich habe einen ziemlich großen Wirbelbettfilter da drin. Das Technikbecken an sich habe ich ja auch umgebaut und. Solltet ihr in dieser Form auch vorgehen oder ein Becken aufbauen, das gilt jetzt nicht nur für dieses Becken, das gilt eigentlich auch für alle anderen Becken, müsst ihr darauf achten, dass wenn die komplette Technik ausfällt oder ausgeschaltet wird, dass das Wasser, was im System ist, auch vom Technikbecken aufgefangen werden kann. Hieß hier in meinem Fall, ich habe den Wirbelbettfilter installiert und der hat natürlich dementsprechend Wasser aus dem System rausgenommen, weil das ja hier die Säule hochdrückt und wieder runter geht. Das sind ungefähr 1,5 auf 2 Liter momentan, die extra irgendwo hin müssen und aus dem System herausgenommen wurden. Jetzt muss ich natürlich auch hingehen und hinten meinen Schirmschalter dementsprechend an diese veränderten Wasserverhältnisse oder Abnahmeverhältnisse angepasst werden. Das heißt, ich muss den Schirmschalter weiter runterpacken, damit, wenn alles ausfällt und das Wasser dann wieder zurück, ich sag mal, ins Technikbecken läuft, aus dem Wirbelbettfilter, aus dem Abschäumer, aus der UV und nicht zu vergessen, hier aus dem System, was hinten im Schacht ist, je nachdem, wie der Schacht an sich aufgebaut ist. Hier ist es so, dass der Schacht komplett leer läuft bis nach unten. Und dieses gesamte Wasser muss da unten natürlich aufgefangen werden können. Wie gesagt, nicht nur in diesem Becken, sondern auch wenn ihr andere Becken nehmt, muss das dementsprechend darauf geachtet werden. Wie gesagt, ich habe hier den Wirbelbettfilter installiert und musste dann dementsprechend den Schwimmer weiter nach unten packen, weil wenn ich hier alles abschalte, dann sieht es im Endeffekt so aus, dass ich hier oben noch ungefähr einen Finger breit Platz habe. Macht man das nicht und es fällt, man geht hin und schaltet den Strom aus zum Reinigen, Wartungsarbeiten, was auch immer. Und schaltet alle seine Förderpumpen aus. Und das passt nicht rein, dann läuft das Technikbecken über. Normalerweise sind Technikbecken, also hier ist es jetzt extrem, weil ich auch extrem große Technik verbaut habe, größer als wie eigentlich für dieses System vorgesehen ist. Hat aber auch den Hintergrund, ich fahre das Ganze natürlich mit einem entsprechenden Korallenbesatz. Das war der Grund, warum ich auch größere Technik eingesetzt habe. Aber ich muss natürlich im Hinterkopf halten, ich muss es natürlich auch irgendwo auffangen können. Das ist wichtig. Nochmal kurz als Hinweis dafür. Ansonsten, wenn ihr den Strom abschaltet, flutet ihr euer Wohnzimmer oder den Bereich, wo das Aquarium eben aufgestellt ist. Grundsätzlich darauf achten. So, kommen wir zu einem Bereich, den ich eigentlich, ja, wo ich gesagt habe, wollte ich nicht machen. Aber ich es trotzdem machen. Ich habe jetzt schon seit, ja, in einem anderen Video habt ihr es auch schon gesehen, hier hinten steht Sand, Tonga Perls von der Firma Aquamedic. Da nochmal Dankeschön an die Firma.
die mir das zur Verfügung gestellt hat. Das Becken an sich ist wunderschön eingerichtet, aber ich bin eigentlich jemand, wisst ihr drüben von dem anderen Becken auch, der Sand braucht. Ist für die Optik einerseits schon wieder ganz anders. Ich will euch mal eben kurz erklären, wo im Endeffekt der Unterschied ist, wenn man ein Becken mit Sand fährt und ein Becken ohne Sand. Hier ist es jetzt so, dass mein Gesamtsystem eine gewisse, ich sag jetzt mal, Aufnahmekapazität hat, beziehungsweise Material im Becken ist. Also es ist egal, ob das Spurenelemente sind, das ist egal, ob es Nährstoffe sind. Das Ganze befindet sich aufgrund der Tatsache, dass hier das Gestein drin ist und nichts anderes, in der Wassersäule und im Gestein. Das Gestein hat natürlich eine extreme Aufnahmekapazität und ich möchte hier noch mal kurz darauf hinweisen, es wird von vielen gesagt, ja, wenn man jetzt viel Phosphat ins Becken reinpumpt, dann entstehen Depots im Eporif. Das ist falsch. Es können dort keine Depots entstehen. Depots entstehen nur im Sand. Da drin, hier in diesem Gestein, entstehen keine Depots, weil da sind Bakterien, die setzen das dementsprechend um. Das ist porös. Die Bakterien, die da drin sind, die setzen im Endeffekt das ganze Material um. Habe ich jetzt aber im Umkehrschluss, nee, Moment, ich bin noch nicht so weit, wenn ich jetzt Veränderungen im System habe, aufgrund von neuen Korallen, die ich einsetze, etc., fallen diese Veränderungen schneller ins Gewicht, ohne Bodengrund, weil ja dementsprechend keine Pufferung vorhanden ist, egal in Bezug auf Alkalinität, Calcium, Magnesium, Phosphat, Nitrat. Ohne Bodengrund hat man keinen Puffer. Beziehungsweise, ja nicht beziehungsweise, es ist kein Puffer da. Wenn ich jetzt ein Aquarium mit Bodengrund betreibe, kann dieser Bodengrund, wenn er dementsprechend nicht vernünftig durchgearbeitet wird, wie zum Beispiel da drüben durch meine Grundel oder durch Kram Seesterne oder von Hand tagtäglich, gibt es ja auch genug Leute, die das von Hand durchwirbeln, kann es sein, dass in diesem Bodengrund dann Depots entstehen, weil sich dann Detritus irgendwo ablagert, einlagert, ein abgeschlossenes System findet. Ja, ich habe zum Beispiel, kann ich euch mal kurz mit einblenden, ein kleines Video, wenn ich jetzt hier hinten hingehe und das Ganze aufblasen bzw. anpuste, dann ist es so, dass das Detritus aufgewirbelt wird. Dieser Detritus ist im Prinzip Grundlage für diese ich sag mal Anreicherungen. Wenn ich jetzt einen Bodengrund habe, dann kann sich das natürlich in diesen Bodengrund einlagern. Und ich kann es nicht mehr so einfach aus dem System entfernen. Hier kann ich natürlich hingehen, ich sehe, ich habe da unten Dreck liegen, kann dann beim nächsten Wasserwechsel, wenn ich dann Wasserwechsel mache, hingehen und das Ganze absaugen. Oder ich gehe hin, nehme mir einen dünnen Schlauch, habe hier unten eine Filtersocke meinetwegen drin und lasse das Wasser von oben nach unten durch die Filtersocke laufen, um diesen Detritus abzusaugen und aus dem System zu bekommen. Das ist auch eine Möglichkeit. Da braucht man gar keinen Wasserwechsel machen, aber man muss eine Möglichkeit haben, das aufzufangen, direkt unten. Und natürlich darauf achten, dass es unten nicht überläuft. So, wenn ich jetzt aber ein System habe, wo ich Sand einbringe, und das habe ich jetzt vor, weil es mir von der Optik her besser gefällt, dann muss ich auch im Hinterkopf behalten, dass ich von allem mehr oder weniger mehr reinbringen muss, erstmal. Und ich muss mit dem Messen wieder dranbleiben. Es kann sein, muss aber nicht, dass der Sand gewisse Materialien erstmal, ich sag's mal, absorbiert, aufnimmt, zwischenlagert. Das funktioniert aber nur bei Sand. In den Steinen selber hier, in diesem Eporif, können keine Depots entstehen. Da könnt ihr auch gerne nochmal genau mit dem Norbert Dammers kommunizieren. Nein, tut's nicht. Der Mann ist momentan sowieso im Stress wegen der Produktion. Aber er hat mir definitiv erklärt, in diesem Material bzw. im Eporif können sich keine Depots anlagern, weil da halt nicht die Möglichkeit ist. Da kommt kein Dreck rein. Das wird drin umgesetzt. Depots entstehen nur im Bodenbereich. Und das ist das, was im Endeffekt den Sand einerseits gefährlich macht, andererseits wollen wir natürlich die Optik haben, so wie ich jetzt im Endeffekt. Ich gehe jetzt hin, werde diesen Sand zum Teil, werde diesen Sand waschen mit Osmosewasser, beziehungsweise erst mit normalem Wasser, dann anschließend mit Osmosewasser und dann bringe ich ihn schüppchenweise mit einem kleinen Messbecher an die Stellen ein und bringe eine dünne Schicht
Sand rein. So dünn wie möglich, maximal einen Zentimeter. Und muss natürlich jetzt auch gucken, dass ich Tiere bekomme, die mir dieses Material durcharbeiten. Und ich muss natürlich im Auge behalten, ich habe hier relativ viel Strömung drin. Wenn ich jetzt hier vorne in dem Bereich Sand hinbringe, der wird mir wahrscheinlich nach hinten gedrückt. Das kann auch passieren. Wenn ich im hinteren Bereich Sand einbringe, wo wird er mir hingedrückt? Das ist dann alles noch so eine Sache. Gerade hier in so einem Cube, wo es strömungstechnisch sehr schwierig ist, muss man gucken, wo das Material hingetragen und hingedrückt wird. Kann man es durcharbeiten? Brauche ich extra Tiere dafür? Das ist der Gedanke, den man dann noch zusätzlich im Hinterkopf halten muss. Hier muss ich mir erstmal keine Sorgen machen wegen dem Detritus. Das kann ich aufwühlen, das kann ich absaugen. Wenn ich jetzt aber Sand einbringe, muss ich natürlich auch eine entsprechende Cleaning Crew dann bald für den Sand haben. So, den Sand werde ich jetzt einbringen und dann sehen wir uns dann gleich nochmal wieder. So, ich habe jetzt hier die erste Waschung und ihr seht im Endeffekt, es muss definitiv ausgewaschen werden. Ich kippe das jetzt mal aus und dann machen wir die nächste Spülung. Und weiter geht's. Reicht im Prinzip, glaube ich, schon fast. So, ihr seht, hier sind kaum noch Trübstoffe drin, es sind immer noch welche da. Aber es wird definitiv weniger. Aber das ist natürlich, wenn ich jetzt oben das Material ins Becken bringe, immer noch eine Sache, die dann für Trübung sorgt. Also ich wasche das mehrfach aus, damit das dementsprechend so sauber wie möglich ist. Bringe ich nochmal ein bisschen mengenmäßig mehr Wasser rein. So, ich denke noch eine Waschung, dann können wir das lassen. Also das Material gibt immer. Also Sand muss man grundsätzlich immer auswaschen. Das ist ganz, ganz wichtig. So, ich denke noch einmal und dann ist gut. Und dann können wir das Material oben einbringen. Wichtig ist natürlich auch, dass nicht zu viel gleichzeitig gewaschen wird. Ansonsten kriegt man nicht alles raus. So, ihr seht, es ist schon fast gut. Gleich oben beim Einbringen darauf achten, dass ich jetzt die Strömungspumpen ausmache. Und dann sollte es eigentlich okay sein. Das ist immer noch, ja, einmal mache ich noch. Ich mache noch. Ich denke, jetzt haben wir es. Es kommt noch Trübung vorhanden, so gut wie gar nichts. Das bisschen holt uns dann auch die Filterung und der Abschäumer raus. So, mit dem Material gehe ich jetzt nach oben, gleich noch einen Messbecher mitnehmen und dann bringen wir es ein. In der Zeitraffer. So, ich will euch noch mal kurz demonstrieren, wie viel es im Endeffekt tatsächlich ausmacht, dass dieser Wirbelbettfilter hier an Material noch bzw. an Wasser noch reinbringt. Ihr seht, ich habe noch ein bisschen Platz. Jetzt gehen wir einmal kurz nach unten, dann stecke ich den aus. Ihr seht, wie der Wasserstand noch ein kleines bisschen steigt. Und das ist genau das, was ich im Endeffekt meine. Man muss im Prinzip tatsächlich die Restmenge an Platz haben, damit das Wasser komplett überall reinpasst. Was im Moment noch läuft, ist die UV. Die habe ich noch nicht abgeschaltet. Aber das wäre im Prinzip ja, der Wasserstand bei komplett abgeschaltetem System. So, hier oben ist jetzt auch alles aus und wir bringen jetzt mal den Sand ein. Im Zeitraffer, wie gerade eben angekündigt.
kurzer Einblick. Ich habe jetzt oben im Aquarium rumgearbeitet. Das heißt, ich war mit meinem Arm drin und habe noch Wasser reingedrückt. Ihr seht, das ist hier wirklich ganz extrem. Also da muss man wirklich tierisch auf aufpassen, dass das mit dem Wasserstand funktioniert. Ja, so schaut's aus. Ich packe euch mal wieder aufs Stativ und dann schmeißen wir nacheinander die Pumpen an und schauen, was passiert. Ja Leute, ihr seht, das Becken hat jetzt durch den eingebrachten Sand bzw. durch die eingebrachten Tonga-Perls schon eine ganz andere Optik. Sieht in meinen Augen schon ein bisschen natürlicher aus. Wie gesagt, jeder hat da seine eigenen Vorstellungen. Ich habe da Beine. Ich habe es am Anfang halt probiert. Mir hat es nicht wirklich gefallen. Und das war unter anderem dann auch, ich sage jetzt mal, ein Grund, die Tonga-Perls mal auszuprobieren. Weil ich habe hier und da immer schon wieder Probleme mit anderen Sandsorten gehabt. Das ist jetzt egal, von welcher Firma das ist. Da will ich auch nicht jetzt weiter darauf eingehen. Die einen haben jede Menge Material absorbiert, die anderen haben Material abgegeben. Die Tonga-Perls hier sollen komplett neutral sein. Das werde ich dann beobachten, das werden wir in den Wasserwerten sehen. Und dann schauen wir mal weiter. Ich finde die Dinger recht geil, weil das Ausweichen habt ihr eben gesehen. Das ging relativ zügig. Zwei, drei Waschgänge. Normalerweise bei anderem Sand brauche ich weitaus mehr, um es so klar hinzubekommen. Wir haben jetzt hier im Becken eine leichte Trübung drin, das ist normal. Das hole ich über Filterwatte bzw. den Abschäumer auch wieder raus, wenn er dementsprechend eingestellt ist. Und innerhalb kürzester Zeit sollte das Ganze dann wieder so schön klar sein, wie es eben war. Ja, ich würde mal sagen, das war jetzt erstmal genug. Sollte ich irgendwas vergessen haben, was ich angekündigt habe, schreibt es mir bitte runter in die Kommentare. War jetzt einiges, was ich jetzt hier abgedreht habe und versucht habe zu vermitteln. Deshalb waren es auch zwei Teile. Alles in allem, wie gesagt, das Becken steht recht gut. Das mit der Anemone da hinten hat wunderbar funktioniert. Nochmal danke an den Norbert Dammers, dass du mir da aus der Patsche geholfen hast. Und nochmal Hinweis an euch, das ist ein Prototyp. Das ist nichts, was man einfach so kaufen kann. Das ist jetzt ein Versuch. Wie gesagt, Anemonenhöhle ist auch eine Variante. Und ja, so sieht's aus. Ich werde jetzt am Wochenende den Absorber noch einsetzen und dann schauen wir weiter, was mit den Algen ist. Nächste Woche kommen die Schnecken und die Fischchen und ich denke mal, ihr könnt mich auch weiterhin auf Aquameet verfolgen, sage ich jetzt mal. Da kommen zwischendurch immer Infos über Tierchen bzw. über den aktuellen Stand des Beckens. Da halte ich euch auf dem Laufenden. Hier und da auch mal ein bisschen auf Insta, da könnt ihr mich auch abonnieren. So, jetzt habe ich aber genug geredet und genug Werbung gemacht. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Solltet ihr diesen Kanal hier noch nicht abonniert haben, abonniert ihn doch bitte, macht die Glocke an, dann kriegt ihr auch mit, wenn ich einen wieder raushaue. Wie gesagt, manchmal passt es nicht ganz. Was auf jeden Fall im Laufe der nächsten Woche oder Ende nächster Woche kommt, ist das Video über die UP5000. Da setze ich mich jetzt die Woche über dran und bringe euch das dann jetzt zum Wochenende, dann wahrscheinlich Freitag raus, je nachdem, wie schnell ich damit fertig werde. So, genug gelabert für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch. Euer Marco. Ciao.